habe ich Bock auf Döner gekriegt. Ja, lecker. Darf ich reinkommen? Ja, na klar. Okay. Oh. So, Leute, es trug sich Folgendes zu. Ich musste letzte Woche meinen Vermieter anrufen, Herrn Hirschberg. Der Typ merkt nicht so viel. Also, wenn Sie das sehen, tut mir leid, aber es ist ja nun mal so. Sie brauchen immer ein halbes Jahrhundert, bis Sie mir an den Laden kommen hier. Und dann hatte ich das altbekannte Problem, dass wenn du da in deinen Pissbereich gehst, in der Pissstelle, dann läuft das Wasser immer nach. Es plätschert und plätschert. Und dann musst du da immer so am Spülgelöt rumklüngeln, da irgendwie so ein bisschen gegentippen. So. Und dann hört das irgendwann, wenn du Glück hast, hört das wieder auf zu laufen. Und dann dreht sich ja auch permanent die scheiß Wasseruhr mit, die ist direkt daneben anmontiert. Und dann habe ich gesagt, Herr Hirschberg, ich brauche hier einen Klempner, sofort. Ich kann hier nicht irgendwie 3 Milliarden Liter Wasser bezahlen in einer Woche. Das funktioniert hier so nicht. Ich meine, das schicke ich ja direkt wieder weiter an Amt. Herr Hirschberg hat wieder auf sich warten lassen. 2 Tage später ich wieder, Hirschberg, hier komm, ich brauche einen Klempner. So, dann hat er es ja auch mal geschafft. Da waren bestimmt schon 600 Liter durch oder was. Und das Tippeln hat einfach nichts mehr gebracht. Und ich bin ja auch, also ich kenne mich ja auch ein bisschen aus von früher noch. Aber das Tippeln hat nichts gebracht. Da konntest du mit dem Schwimmer, da konntest du machen, was du wolltest. Da war alles vergnadelt, innen drin im Spülkasten, alles verschimmelt, die Scheiße. Alles komplett für den Arsch. Dann kam der Klempner, schön mit dem Azubi, auf den Freitag. Das war natürlich perfekt. Ich hatte alles da, ich war gut ausgerüstet. Und dann hat es geklingelt, Ding Dong, und dann standen sie vor der Tür. Gaswasser, Scheiße. Bei mir hatte das ja auch schon ordentlich geklingelt. Also, ja, moin, Putz hier. Toilette hatte irgendwie einen mehr Mangel, funktioniert nicht mehr, Wasser läuft, kannst nichts mehr machen, ich weiß auch nicht. Und dann standen wir erstmal vor, ein bisschen geguckt und uns beratschlagt, was man da machen kann. Erstmal ein kleines Bier, sagt er, das war Freitag, da können wir kommen. Und dann Stift, du hast hier nichts gesehen. Ein kleines geht immer, auf dem Freitag kannst du auch mal ein Bier haben, so ist das hier bei uns in der Zunft. Wir haben ein Bier genommen und haben uns vor der Beratschlag. Wasser lief immer noch. Bier auch. Ja. Dann hatten wir irgendwann genug Beratschlag. Dann hat er noch ein bisschen Werkzeug rausgeholt. Er hatte aber auch nicht alles da. Und dann hat der Stift irgendwann auch ein Bier in der Hand. Der Meister hatte das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte. Irgendwann, wir waren bis 23 Uhr oder was. Der Macke hatte lange Feierabend. Der Stift war ein bisschen traurig, der konnte nicht so schnell. Der hatte dann irgendwann 5 Bier drin oder was. Und es lief, und es lief. In uns und in der Toilette. Irgendwann ab einem gewissen Zustand ist beides irgendwie gleich. Da hatten wir auf jeden Fall alle Klischees mit dem Mann. Da kommt der Klempner, da gibt es erstmal ein schönes Bier im Mund, Stift kriegt auch einen im Mund, Wasser läuft. Ende der Geschichte ist, die waren bis 23 Uhr hier, wir waren maximal behelmt. Und erst gestern, eine Woche später, läuft der Scheiß wieder. Also ich weiß nicht, ob der Klempner da noch angestellt ist, aber es war neuer hier und jetzt geht das wieder. Wasserverbrauch an Ende, Bierverbrauch ist hochgegangen. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr Toilettentest braucht, ich bin jetzt Experte, ich habe da 15 Bier drüber getrunken. Einen Abend Semester beim Meister gehabt. Wenn ihr mal niemanden zum Saufen habt, ruft einfach einen Klempner an auf den Freitag. Die kommen und die haben immer Durst. Lass ich. Grüße nochmal. Tschüss. Oh Gott. Oh, die Woche kündigt sich an, ich habe richtig Bock. Endlich können wir wieder alle saufen. Das macht mir immer keinen Spaß, Harald Wendel. Und in der Woche gehst du in die Kneipen, das ist wie leergefegt. Da brauchst du richtig Wochenende. Ich freue mich da auch immer drauf. Da brauche ich keine Arbeit für. Ich muss mir das nicht verdienen.